Und hallo Leute, mein Name ist Gutko und willkommen zurück zu Let's Play Mario & Luigi Superstar Saga. Wir haben letztes Mal Luke Müller besiegt und sind hier jetzt immer noch in der Lachhochschule. Hier haben wir erstmal eine Nuss. Irgendwie ist die Sternbohne, glaube ich, oder wie die hieß, abgestürzt. Wir sollen untersuchen, was passiert ist. Also begeben wir uns weiter hinunter. Hier halten wir erstmal Münzen. Komm schon, gib mir viele Münzen. Ach komm, wie lang. Oh, okay. So, okay, diesen Block verzichte ich jetzt. Der dauert mir eine Ewigkeit. Okay, was halte ich hier? Einen Superpilz und hier noch eine Supernuss. Und irgendwie ist das Eis oder sollen das Wolken darstellen? Ich verstehe das nicht. Auf jeden Fall gibt es hier wieder Gegner und Kampf. Erster Kampf vorbei, folgt der zweite. Okay, die Gegner hier wären besiegt. Laufen wir weiter? Oh, noch mehr Gegner. Okay, okay, kämpfen wir. So, also wie wir gesehen haben, sollen wir hier Mario mit Wasser aufpumpen. Schauen wir nach, was es für einen Sinn hat. Denn weiter links gibt es... okay, wie es aussieht, hat das gar keinen Sinn. Moment, schauen wir wieder weiter nach unten. Nein, es hat keinen Sinn. Okay. Dann eben Kampf. Okay, hier gehen wir weiter nach oben. Und, oh, wie viele Gegner denn noch? Nochmal Kampf. Okay, puh. Jetzt können wir hoffentlich in Ruhe mal... jetzt habe ich keine Lust mehr. Oh Gott, wie viele Gegner? Oh, Kampf. Und, wow, okay. So, ich hoffe, ich habe jetzt mal Ruhe. Und, oh nein, jetzt keine... Unterirdisches Kraftwerk weiter rechts. Okay. Ich verstehe zwar immer noch nicht, warum ich da hinten Wasser holen konnte. Bis jetzt hat es ja noch gar keinen Sinn. Okay. Aha. Okay, hier können wir auch Wasser holen. Und ich verstehe schon, mit dem Hammer sollen wir... Okay, wir stellen uns richtig hin. Dieses Spielzeug geht an die Röhre schlagen, damit das weitergeleitet wird. Okay, hier die nächste Reihe. Muss man gut timen. Also... knapp. Schon wieder knapp. Oh, okay. Nochmal Wasser auffüllen. Okay, diesmal aber. Und zwar jetzt. Ach, komm schon. Einen Moment warten. Und knapp. Okay, wieder von vorne. Das erste war ja nicht schwer. Der hält ja kurz inne. So. Okay, nochmal 4 Versuche. Okay, diesmal aber. Jawohl, super Treffer. Okay, dieser läuft betrunken. Ich verstehe schon. Wow, das war... Moment. Okay, das war's jetzt schon wieder alle. Da muss ich kurz innehalten und in Ruhe zielen. Also, Treffer. Haha, und damit habe ich wieder Strom hier und die Tür öffnet sich. Okay, wir haben das Kraftwerk wieder aktiviert, könnte man sagen. Reaktiviert. Okay, nun begeben wir uns zurück und kämpfen erstmal. Komm her! Okay, so, jetzt gehen wir weiter. Moment, ich möchte noch abspeichern davor. Man kann ja nie wissen, was uns da weiter hinten erwartet. So, und auf geht's weiter. Okay, hier, wie man sieht, habe ich ja das ganze Strom reaktiviert. Und was passiert nun? Oh, Cloud und Bowser. Ich denke nichts Böses. Ob das hier fällt mir die Sternbohne vor die Füße. Na, wenn es Schätze regnet, kann das nur eins bedeuten. Heute ist mein Glückstag. Oder liegt es doch an meinem Talent als Dieb? Wahnsinn, Chef. Hey Azubi. Jawohl. Wenn mich meine Augen nicht täuschen, sind das da drüben doch der Rote und der Grüne von neulich. Und er regt sich wieder auf und sie begrüßen ihn. Oh Mann. Das ist genauso wie beim letzten Mal. Voll daneben. Herr Azubi. Jawohl. Wiederholungen sind doch deine Spezialität, oder? Es sieht schon wieder nach einem Kampf aus. Jawohl. Und? Okay, Claudio und Mario sind so sozial und bewegen erstmal die Sternbohne davon. Bedanken sich gegenseitig. Und der Kampf beginnt. Okay, und wir hätten einen Bossfight. Aber ich fand das gerade klasse, wie Claudio und Mario kurz zusammengearbeitet haben, damit die Sternbohne keinen Schaden bekommt. Also wow. Okay, auf jeden Fall. Wir stürzen jetzt mit Brothers-Attacken wieder auf Bowser, denn wir müssen wieder in diesem Kampf auch wieder nur Bowser besiegen. Claudio ignorieren wir.
und mit den ganzen Hammer-Tacken greifen wir es bei Bowser an. Okay, wir hätten schon über 34 Schaden mit einem Treffer gemacht, jawohl. Und er kann immer noch Feuer spucken, wie er letztes Mal durch seine Amnestie erstmal verlernt und dann wieder erlernt hatte, merkwürdigerweise. Okay, mit einem Hackelbrüder hauen wir noch einmal drauf. Sehr gut, und mit einem Schlagbrüder hinterher. Und Treffer, jawohl. Ich glaube, dieser Kampf sollte nicht so lang gehen wie das letzte Mal. Chef, die beiden sind doch ziemlich kräftig. Es muss wohl sein, jetzt kommt die Spezialtechnik. Spezialtechnik? Was macht... Wow, sie haben tatsächlich gelernt, auch eine Brawl-Attacke zu benutzen. Puh, na, unsere Paar-Attacke ist auch nicht schlecht, was? Ja, Respekt, also wow, das hatte ich überhaupt nicht erwartet jetzt, dass diese beiden auch Paar-Attacken lernen. Egal, wir greifen Bowser ohne Gnade weiter an und er lebt immer noch, verdammt. Ich dachte, es wäre vielleicht schon vorbei. Und sie machen nochmal eine Paar-Attacke. Diesmal steckt er in den Brand. Oh oh, okay, wirft ihn und abgewehrt. Haha, niemals. Okay, er hatte Claude wie eine Art Feuerkugel auf Mario geworfen. Doch vergebens. Und Bowser ist besiegt. Oh, denk nicht, ich käme nicht wieder. Du bist besiegt, also Ruhe. Ah, Azubi. Okay, wir greifen ihn noch einmal an, das bringt eh nicht viel. Jetzt versucht er uns noch etwas zu stehlen und uns Schaden zu machen. Grr, das merke ich mir. Und der Kampf ist vorbei. Juhu! Wir hatten 180 Erfahrungspunkte. Mario steigt ein Level auf Level 19. Gut, was erhöhen wir bei Ihnen? Was erhöhen wir bei Ihnen? Wie sieht es eigentlich mit Bart aus? Okay. Die Verteidigung? Naja. Angriff sieht okay aus. HP. Versuchen wir den Angriff zu erhöhen. Und. Plus 3 ist auch okay. Yay, auf 57. Oh, Luigi ist kein Level aufgestiegen. Ich ahne Schlimmes. Oh nein, die Sternbohne dreht wieder durch. What the? Das sagt auch was zum, der Schatz will abhauen. Der Stern hat sich wieder vergrößert und dreht vollkommen durch. Alle stürzen sich drauf, wie es aussieht. Okay. Er hebt ab. Und Claude kann sich nicht mehr halten, wie es aussieht. Genauso wie ich wie Mario Luigi. Jetzt erinnere ich mich. Ich bin doch. Ja, ich bin König Bowser. Okay. Aber er stürzt auch ab. Und die Sternbohne zerspringt in 4 Teile. What? Ostbohnenland, Isla Hihihi. Okay. Luigi sucht nach Mario. Oh, er steckt im Boden fest und wird von den Krabben geärgert. Das ist gemein. Mamma mia, ihr habt es gehört. Doch, Luigi, wie ein super Bruder, scheucht sie weg. Und... rausgesprungen, jawoll. Okay, damit geht das Abenteuer ohne weitere Worte weiter, als ob, ich meine, sie sprechen ja eh nicht viel miteinander. Wir speichern kurz nochmal ab. So. Okay, was sagt das Radio uns? Hier liegt ein altes Tonbandgerät. Abspielen, aber sofort. Eine Woche ist vergangen, seit die Grinzologie-Expedition auf dieser Insel gelandet ist. Die rätselhaften Lebewesen, welche diese Insel bevölkern, nennen wir Gekicher. Ja. Sie bemühen sich, wie wir mit der Sprache zu kommunizieren, aber man versteht sie kaum. Okay. Okay, hier kann man nicht viel tun, wie es aussieht. Wir begeben uns hier erstmal weiter. Und sehen, hier geht es zu einem Tempel. Okay. Hier ist ein blaues Wesen. Das hier Donnerpalast. Neben Feuerpalast. Okay. Da hinten gibt es... Okay, Münzen, die holen wir uns kurz. Kommt her, ihr lieben Münzen, ich will euch, Münzen, ich will euch. Okay, gut, Münzen gesammelt. Geht es wieder nach links weiter? Was sagst du uns? Puh, Gekicher jetzt erschöpft.
Okay, wir begeben uns hier einfach mal weiter. Schau nach, was können wir hier anstellen? Okay, erstmal dich nochmal anreden. Ich sei ein wahrer Donnermeister. Oder wahrer Lügner. Ich schätze wahrer Lügner. Auf jeden Fall, nein, falsch. Auf jeden Fall hauen wir Luigi, stampfen wir Luigi in den Boden, damit er sich hier weiter durchbegeben kann. Und wir laufen erstmal mit ihm alleine weiter. Reden wir dich nochmal an. Du kannst uns nennen Gekicher, aber nicht Frage nach Grund. Okay. Hier brauchen wir den Hammer, wie es aussieht. Zerschlagen wir diese Säule und... what? Wow, es regnet Blitze und wer bist du? Du, da du dich zum Donnerpalast verirrt hast. Dies ist ein Ort der Übung für wenige Auserwählte. Weder weiß ich, wie du diesen Weg fandest, noch wie du Zugang erlangt hast. Doch bist du nicht erwünscht an diesem heiligen Ort und darum ziehe von dannen. Nein. Ich schaue mir erstmal diese Kugel an. Luigi hängt einfach mit den Händen hin und kriegt einen Elektroschock und... Was? Luigi? Was machst du da? Ich weiß nicht wirklich, was ich... Oh nein! Was bist du für ein Narr, dass du es wagst, den großen Donner zu berühren? Aber wenn du den Donner berühren kannst und nicht von seiner Macht vernichtet wirst... Hast du womöglich die Gabe der Donnerhand? Oh, das hört sich gut an. Wohlan, so sei es denn. Ich werde dich in die Kunst der Donnerhand einweihen. Okay. Drücke R, um die Macht der Hand auszuwählen. What? Leute, ich bin verwirrt. Halte erst A gedrückt, bis du genügend Energie gesammelt hast. Und lass dann den Knopf los. Damit kannst du einen Sturm von Donner und Blitz entfachen. Geil? Nun versuche es einmal. Okay, ich wähle mit R die Hand aus, halte A gedrückt, bis eine Kugel entsteht und lasse los. Ist das geil? Luigi hat die Donnerhand erlernt. Ja, ausgezeichnet. Setze diese Kraft mit Bedacht ein. Wenn ein Gegenstand den Eindruck erweckt, er könne Strom leiten. So lebendig habe ich mich lange nicht mehr gefühlt. Okay, wir können die Donnerhand, wir können die Donnerhand, Party, yeah, Donnerhand. Okay, damit begeben wir uns hier wieder nach unten. Und, ich verstehe, diese Kugel müssen wir erstmal mit einem Blitz aktivieren. Und dadurch eröffnet sich ein Weg. Okay, von da kommen wir her, deshalb gehen wir erstmal Mario abholen. Komm her, Mario. Wir sind wieder vereint. Okay. Ich frage mich... Oh, okay, er regt sich dadurch auf. Ich lasse es lieber. Wir geben uns erstmal aus dem Tempel wieder hinaus. Tut mir leid. So. Okay, der Feuerpalast soll ja gleich daneben sein, hat uns der eine Gekicher erzählt. Also begeben wir uns hier nach links. Hier ist noch ein Radio. Ein Tonbandgerät, ja. 3 Wochen seit unsere Expedition auf dieser Insel gelandet ist. Heute haben wir eine überraschende Entdeckung gemacht. Als wir uns einem roten Gekicher näherten und ein Feuer machten, verwandelte sich das rote Gekicher in ein Monster, sobald es mit der Flamme in Kontakt kam. Das Gekichermonster griff uns an. Ein Mitglied unserer Mannschaft wurde nach dem Monsterangriff selbst zu einem Gekicher. Es erscheint sinnvoll, sich den Gekicher nicht zu nähern, um sie nicht zu provozieren. Am besten sollte man sie aus einiger Entfernung mit Flammen angreifen. Denkbar, dass auch das blaue Gekicher unter einem Stimulus dieser Metamorphose vollzieht. Entgegen aller Einwände und Risiken verdient es auch, diese Frage erforscht zu werden. Oh mein Gott, einer ihrer Kollegen ist zu einem Gekicher geworden. Das ist ja ein Horror. Ich habe ein Problem. Können nicht pfeifen. Oh, du Opfer. Gut, was hast du uns noch zu sagen? Hier Feuerpalast. Nebenan Donnerpalast. Ich weiß. Puh, Gekicher jetzt erschöpft. Ja, schon wieder. Irgendwie wiederholt sich das alles. So, jetzt reden wir noch dich einen Moment an. Was machen wir, wenn im nächsten Zimmer treffen auf Herrn der Flammen? Du, das ich habe vor. Also gehen wir mit Mario uns hier hinein. Mit Mini Mario besser gesagt. Zerschlage mit ihm auch diese Säule. Okay, und ich glaube, somit rufe ich den Meister des Feuers. Oder? Okay.
Und da ist ein Meister des Feuers, der aussieht wie eine Sonne. Willkommen im Feuerpalast. Herein, spaziert. Ich habe schon lange auf dich gewartet. Gewartet und gewartet und du hast mich warten lassen. Den letzten Besucher empfing mich vor mindestens 3000 Jahren. Oha. Mir war so langweilig, aber genug davon. Also, was ist dein Begehr? Hä? Er weiß es nicht. Wie bitte? Du? Hier? Nun ja, hier. Du weißt schon. Hier. Nanu, was macht man hier nochmal? Oh, das ist selber vergessen. Was wollte ich noch tun? Und überhaupt, wo sind wir hier? Und wer bin ich? Oh mein Gott. Na, wenn man 3000 Jahre lang keinen Gast empfängt, dann ist es wohl okay, wenn man so einiges vergisst. Hey, tu dir keinen Zwang und fühl dich wie zu Hause. Okay, das mache ich und begebe mich erstmal zu diesem Ding und drücke A. Mario fasst auch die Kugel des Feuers an. Oh, verbrennt sich da die Hände dran und... Sag bloß, er hält die Hand des Feuers. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Jawohl, sie brennt. Okay. Jetzt dämmert's mir. Das hier ist die Halle der Flammen, in der man die Macht der Hand erlernen kann. Ich hab dich erwartet. Dich interessiert die Macht der Hand, ja? Du möchtest, dass ich dich die Fertigkeit der Feuerhand lehre, habe ich recht? Oder? Stimmt doch, oder nicht? Das erkenne ich an deiner Haltung. Du musst gar nichts sagen. Ich werde dich in die Kunst der Feuerhand einweihen. Yay! Drücke R, um die Macht der Hand auszuwählen. Okay. Fire! Fire! Ihr habt's gehört. Halt erst A gedrückt, bis du genügend Energie gesammelt hast. Und lass dann den Knopf los, um eine Feuerkugel zu beschwören. Damit lässt du einen Feuerball los. Versuche es einmal. Okay, ich wähle die Macht der Hand aus da und drücke A und... Okay, ich habe es schon verstanden. Mario hat die Feuerhand erlernt. Yay! Klappt doch schon ganz gut. Diese Fertigkeit erlaubt es dir, ein Flammbares in deiner Nähe zu entzünden. Probiere es. Die werden sich völlig neue Möglichkeiten erschließen. Und nun lebe wohl. Yay, wir haben mit Mario die Macht des Feuers erlernt. Okay, mit ihm begeben wir uns hier rechts und... Ich verstehe, in diesem leeren Loch können wir eine Feuerkugel herbeizaubern, sozusagen. Okay. Sehr gut. Das heißt, wir holen Luigi. Hey Luigi, komm, es geht wieder zurück. Wir geben uns wieder nach draußen und ich möchte was testen, denn das Turmbandgerät hat mich auf eine Idee gebracht. Ich glaube, das soll man eigentlich nicht tun, aber ich provoziere es einfach mal. Und zwar wähle ich jetzt die Macht des Feuers aus und verbrenne mal ein Gekicher. Oh, komm her. Oh, ich möchte dich nicht anreden, ich möchte dich verbrennen. Komm, komm zu mir. Oh. Nein, nein, nicht reden. Sondern, jawohl. Ich. Und es kommt tatsächlich zu einem Kampf. Okay, er brennt. Wir haben eine neue Aktion. Hand, die setzen wir doch gleich mal ein. Und oh, das heilt ihn, aber er wird fett. Okay, kann ich auf ihn springen? Ja, das kann ich. La 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 la. Oh, er versucht uns zu heilen. Ist es nicht lieb von ihm? Okay, nochmal Feuer. Ich rot, nur Feuer geben Kraft. Ja, ich weiß, deshalb. Okay, das dachte ich mir besser gesagt. Deshalb. Donner, Angst, Donner tut weh. Ja, also, okay, dann fühle ich dich mal weiter mit dem Feuer. Ich, sowas mir ja noch nie. Okay, vier Erfahrungspunkte, Luigi steigt dein Level auf. Okay, das hatte ich jetzt nicht erwartet. Gut, bei ihm erhöhen wir mal die Geschwindigkeiten. Nein, schauen wir uns mal die Werte an. Wo es am besten wäre, eine 4 zu erhalten. Okay, wie es aussieht bei der Verteidigung. Deshalb Verteidigung und. Boah, plus 2. Okay, ist auch in Ordnung. Was war das jetzt, okay? Ich mich fühle wie eine Reinkarnation. Alles klar, ich lasse euch lieber mal in Ruhe damit. Wir speichern hier ab. Und ich sage, mein Name ist Gutgo. Das war's für heute mit Let's Play Mario & Luigi Superstar Saga. Heute haben wir Seltsames erlebt und die Macht der Hände erlernt. Das ist interessant. Wir schauen mal, wie es nächstes Mal weitergeht. Bis dahin und bye bye.